Und damit wieder willkommen zurück zu Let's Play God of War Ragnarök. Jawohl, ihr seht es hier selber, Brock ist in der letzten Folge gestorben und wir werden uns jetzt nach Hause begeben. Ja, Aufgabe ist, sich dann auf den Krieg vorzubereiten. Das kann ich nicht wieder gut machen, oder? Nein, aber mir wird es besser gehen, wenn wir Odin seiner gerechten Strafe zuführen. Gerechte Strafe? Das ist nicht, was uns antreibt, sondern Rache. Jeder meiner Pfade führt mich stets zur Rache. Vielleicht haben wir sonst nichts. Boah, das ist doch mal eine Erkenntnis, oder? Also, wenigstens ist Kratos so ehrlich und sagt, nee, nichts mit gerechte Strafe, sondern Rache. Ziehen wirklich in den Krieg. So weit ist es gekommen. Ja. Tja, Odin wollte das ja so. Nach Tede suchten. Das ist nicht, was ich wollte. Es war nicht das, was ich meinte. Nicht, wenn es bedeutete, Brock zu verlieren. Das wissen wir, Atreus. Das wissen wir. Genau, so. Gehen wir durch das mystische Tor. Wirklich alles genommen. Nimm dir Worte, die in Trauer gesagt werden, nicht zu Herzen, Atreus. Ganz gleich, wie treffend sie sind. Ja, sollte man nicht machen. Das ist halt... In emotionalen Situationen, da übertreibt man ja ganz gerne mal ein bisschen. Das ist halt so. So. Warte mal, war da gerade was zum Einsammeln? Nee, oder? Nee, sah nur so aus. Okay. So, dann schauen wir mal, was uns zu Hause erwartet. Genau, Midgard wollen wir hin. Dann wollen wir dahin. Aber vielleicht gibt es ja auch wieder irgendwas Cooles für uns. Schauen wir dann gleich mal. Hm? Müssen wir nicht hierher? Warte mal, wenn wir jetzt einfach mal ins Haus reingehen. Sieht kleiner aus. Ach, wir sollen nicht in unser. Ah, okay, ich bin blöd. Aber es war richtig. Hier war ich nah bei denen, die ich liebe. Wir sollen nicht zu uns nach Hause. Wir sollen zu Brock und Sindris Haus, oder? Ja, ach, ich bin aber auch blöd. Das wird dir ja sogar angezeigt. Oh Mann. Wissen wir überhaupt, ob Freya noch im Haus ist? Wieso sollte sie nicht? Odins Hintertürchen war auch sein Fluchtweg. Ohne den verflixten Raben, der wohl in der Besenkammer hauste, sollte das Haus sicher sein. Und für ihre Rache kann sie Verbündete brauchen. Ja, es ist jetzt unser aller Rache. Und kein falscher Tyr kann uns mehr beeinflussen. Oh, wie er Tyrs Streben nach Frieden verhöhnt hat. Und meins. Ja, war nicht anders zu erwarten. So, das Haus betreten. Na dann. Auf wie geht's? Du bist... Bist du dabei? Gut, es ist Zeit. Mit Verlaub, Zeit für was? Zeit, alle Welten gegen Odin zu vereinen. Ein für allemal. Tyr wollte die Welten vereinen. Der echte Tyr. Alle liebten ihn. Und selbst er scheiterte. Dann sollten wir nicht scheitern, sonst werden wir die Letzten gewesen sein. Dies ist Ragnarök. Und Odin kennt bereits jeden verdammten Plan, den wir haben. Ja, uns fehlt das Überraschungsmoment. Außerdem haben wir nur einen Weg nach Asgard und er ist nicht subtil. Gerdlerhorn. Das heißt, wir kommen von Tyrs Tempel, hier. Asgards Mauer ist hier. Odins Schar an Einherjar wird den Zwischenraum verteidigen. Was heißt, dass wir Armeen brauchen? So viele, wie sich mit uns erheben. Und zwar mehr, als Odin erwartet. Damit gelangen wir vor die Mauer. Um sie zu durchbrechen, benötigen wir Sutr. Ratatöskr gab uns inzwischen dies.
wir drei werden gehen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Vorzüglich. Verbündete. Wen haben wir denn zur Wahl? Ich reise nach Helheim und versuche es mit der Armee der Toten. Und ich gehe nach Alfheim und vereine die Alben. Einfach so. Die Alben vereinen. Nach Jahrhunderten des Kriegs. Naja, bin sehr beliebt in Alfheim. Und du? Nach Vanaheim? Ja. Ich hole Sigrun und sammle die freien Walküren. Midgard hat keine Armee. Auch nicht Nivelheim und Jötunheim. Dann bleibt nur noch Svartalfheim. Ich gehe nach Svartalfheim. Sindri, bist du sicher? Ich sagte, ich gehe. So sei es. Viel Glück uns allen. Und gut, dann lass uns aufbrechen. Auf nach Muspelheim, den letzten Feuerwesen suchen. Da beneide ich ja fast die anderen um ihre unmöglichen Missionen. Ja, Muspelheim, da waren wir ja neulich in Folge 100, da haben wir die Prüfung abgelegt. Über 2,5 Stunden haben wir gebraucht. Eieiei. So, und dann gehen wir jetzt auch endlich genau hier hin. Na, weil hier haben wir nämlich auch noch ein paar Sachen, die wir einsammeln müssen. Das konnten wir von hier aus nicht erreichen. Guck mal, jetzt können wir endlich dahin. Das ist ja großartig. So. Also, machen wir uns auf. Du weißt, wo wir Sutre finden. Ja, ich saß in seinem Schrein, als ich mit Thor in Muspelheim war. Thor. Keine Sorge, er hat's nicht mitgekriegt. Das war nicht meine Sorge. Wenn wir Sutre finden, müssen wir ihn überzeugen, sich mit seiner Frau Shimada zu vereinen. Vereinen? Ja. Wenn sich die zwei, verbinden, erschaffen sie ein riesiges, Asgard-zerstörendes Monster. Du liebe Zeit! Okay, interessant. Entschuldigung. Ich habe da Zweifel wegen der Verhandlungen mit Reiswelgir in Helheim. Ich glaube, sie wäre eher gewillt, mit jemandem zu sprechen, der zu den Verstorbenen zählt. Mimir. Du wirst gebraucht. Oh, der Tod ist jetzt eine Kompetenz? Die zwei werden schon kurz ohne mich zurechtkommen. Und, würdest du bitte? Also gut. Vielen Dank. Wir kommen dann wieder zu euch. Hey. Das ist super. Ich glaube, ich sehe da hinten Sutur Schmiede. So, jetzt machen wir erstmal ein paar Sachen kaputt. So, genau, wir müssen sowieso hier lang. Sutur's Frau. Wo ist sie? In Nibelheim, glaube ich. Euka! Komm! Das werden wir herausfinden. Können wir vielleicht die Schmiede sehen? Ja, ja. Wir sind doch unterwegs. Wir sind doch unterwegs. Hopp. Sind wir da? Quacksilber, hm? Genau. Ach, guck mal. Legendäre Truhe. Ja, komm. Bam. Und, na, du sollst genau. So. Machen wir dich erstmal auf. Verständlich. Hoffentlich verstehen sie, warum jetzt Zeit für Ragnarök ist. Euka. So, was haben wir hier eigentlich noch alles? Genau, eine Nordruhe haben wir noch, Wissen haben wir noch, einen Raben von Odin haben wir noch und irgendwas Unentdecktes haben wir dann. Na gut, schauen wir mal, was wir hier so alles finden werden. Dort, da drüben. Ja. Hallo? Fuck. Komm. Junge, ja, ich merk schon. Komm. Euker.
Vielleicht sollten wir... Genau. Den ja auch nochmal... Erstmal auf den gehen, würde ich sagen. Komm. Schalten wir erstmal den Geist hier aus. Na, genau deswegen, nämlich. Weil er mich einfach nervt. Oh. Zack, tot. Komm, den da noch. Dankeschön. So. Die könnte hinter dem Lavafall sein. Du kennst dich aus. Ich habe eine Vermutung. Letztes Mal habe ich mir eine gute Übersicht verschafft. Mhm. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal kurz um, ob wir hier irgendwas... Ich glaube, von da kamen wir, oder? Ha. Ich glaube, hier waren wir im vorherigen Teil auch. Oder? Kann das sein? Ich glaube schon. So. Dann mal rüber. Wir müssen auf Sutr gefasst sein, falls er uns nicht helfen will. Gefasst? Laut Prophezeiung vereint er sich mit Shinmara. Aber wer weiß, was die beiden davon halten. Du würdest versuchen, diese urzeitlichen Geschöpfe zu etwas zu zwingen. Naja, ich weiß nicht. Ohne sie gewinnen wir diesen Krieg nicht, oder? Ja. Vermutlich. Was haben wir da? Zwergenstahl. Mhm. Wir müssen nah sein. Ich kann die Schmiede hören. Ja, aber warte mal, Atreus. Da sehe ich gerade Runen. Das heißt, hier wird wohl die Norntruhe in der Nähe sein. Mhm. Guck mal, da mal Nummer 1. Können wir von hier erreichen? Ja. Okay, dann schauen wir hier nochmal. Können wir hier irgendwie... Das wird nicht reichen, hä? Nee. Aber da geht vielleicht. Auch nicht. Selbst da kommen wir nicht ran. Hm. Ah. Okay, das heißt, das haut so nicht. Können wir hier eigentlich mit der Axt, wenn wir die da. Ah, das bringt gar nichts. Mhm. Oder könnten wir eigentlich rein theoretisch. Guck mal, wenn wir dich da hinsetzen. Wird das dann irgendwie entzündet, wenn es dazu. Nee. Leider nicht. Aber allgemein. Ne. Wir müssen da ja irgendwie. Irgendwie rankommen. Ah. Na gut, machen wir erstmal weiter um die Truhe. Da kümmern wir uns. Da kümmern wir uns später drum. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, komm. Ach. Na komm. Halte an, wenn es leuchtet. Ja, ja, ich bin ja dabei. Ja, komm. Fuck. Komm, raus aus den Flammen. Drauf, drauf, drauf. Die Quellen, das ist unsere Chance. Ja, ich weiß doch, Atreus, ich weiß doch, ich bin dabei. Ach komm, das gibt's doch nicht. Na. Komm, geh kaputt. Na, Mist. Greif an, wenn es leuchtet. Ach, Atreus, du bist keine Hilfe. Uh.
Komm. Komm, einfach drauf. Einfach drauf. Weg, weg, weg. Hm. Ah. Ja, ja, das wusste ich schon, Atreus. Komm. So. Muss versteckt sein. Oh. Versteckt, was heißt versteckt? Irgendwo da drüben ist er dann, hä? Kommen wir aber nicht hin. Ah, dahinter dann, hä? Sollen sehen schwach aus. Vielleicht ist dort eine Quelle. Ja, natürlich ist das eine Quelle, aber. So. Ja, toll, und ich roll mich genau wieder dahin. Weg, weg, weg. Komm. Weg. Das kann doch nicht sein, dass ich gegen so ein dämliches Flammenphantom verliere. Wo kommen wir denn hier hin? Ja, ja. Weg, weg, weg. Fuck. Okay. Ich bin noch dabei. Entspann dich. So, na also, wer sagt's denn? Gute Arbeit. Ich bin völlig verschwitzt. So, aha. Schwere Runen, ne? Aha. Sag mal her, für wen ist denn das? Achso, für einen Speer ist das. Ah ja. Hm. So, komm mal, jetzt können wir auch hier lang. Das muss er sein. Wir fragen ihn. Komm. Sehen wir nicht den Raben hier irgendwo? Nee. Den aschfallen Mann nähern. Entweder ist er das nicht oder er ignoriert uns. Komm. Ja, ja, ich komm schon. Hallo. Hallo. Wir suchen einen Feuerriesen. Hinfort. Was ist passiert? Das war nicht. Erst kümmern wir uns hier um. Na komm, hopp, bam. Und hopp. Ja, ja. Ach mein Gott, wo ist meine Axt? Noch einer? Achtung! Er ist der Wächter dieser Welt. Es ist sein Recht, sie zu verteidigen. Mhm. Gucke mal. Komm, einfach drauf. Und komm. Mach auf. Naja. Komm. Linke Seite. Das ist jetzt. Na komm. Ja, super, ich wollte eigentlich. Genau, einfach mal den Stein hier einsammeln. Wo ist denn. Na guck mal, der erste Seelenfresser ist jetzt tatsächlich schon mal hin, das ist schon mal gut. So, schauen wir mal, ob wir das hier lange überleben. Ja, ja.
Ach komm. Erzähl's doch keinem. So. Dann nochmal das Ganze, diesmal mit vollen HP. So, komm, mach dein Ding da auf. Bam. Herrgott, Kratos, ich brauch. Genau. Junge. Ja, ja, und ich bin hier auch völlig. Komm. Komm. Jetzt drauf da. Super, jetzt haben wir sie beide super weit low mit den HP. Ah, gucke mal. Na komm. Na, wer sagt's denn? So, den Draugr noch. Komm. Ah, schwere Geburt. Ganz schön was zu hören. Wie du schon sagtest, wir brauchen ihn. So, genau, hier kommen alles mitnehmen. Eine Chaosflamme. Ah, sehr gut. So. Ich helfe euch nicht. Wer bist du? Der, den ihr sucht. Was noch übrig ist. Warum hilfst du uns nicht? Ich will einfach nicht. Erklär mir das. Wir sterben. Klar. Weil du ja so gerne lebst. Nicht ich. Sie. Was soll das alles? Du hältst dich also von Shinmara fern und wartest einfach auf den Tod? Wenn du bei ihr wärst, dann seid ihr zusammen. Wir sind zusammen. Ich hab ihr Herz. Sie hat meins. Es ist nicht viel. Aber es reicht. Aber du bist nicht... Warst du schon mal verliebt? Ist ziemlich schön. Dann wird Odin siegen. Und alle Welten außer Asgard werden fallen. Ja, er muss sterben. Das stimmt. Doch ich werde sie ebenso wenig opfern, wie du ihn. Tut mir leid. Komm. Warte. Die Klingen. Kann ich sie sehen?
Ja, da drin steckt urzeitliches Feuer. Sie sind nicht aus diesen Landen. Das macht nichts. Ja, könnte gehen. Was denn? Stoß die hier rein. Und ich werde euer Monster. Aber wir werden sie daraus halten. Aber die Prophezeiung sagt, ihr müsst euch vereinen. Bist du sicher? Was habe ich zu verlieren? Nicht hier. Folgt mir. Oh ja, wir folgen ihm, aber das werden wir erst morgen. Zum Weltenfunken. Und das ist der Ort, wo Muspelheim und Muspelheim aufeinandertreffen. An dem die ersten Welten entstanden. Gucke mal, haben wir den Raben auch erledigt? Hoppala. Genau, also, wir werden mit ihm mitgehen, aber das werden wir dann erst morgen in der nächsten Folge machen. Warum hatten wir den Odins Raben da jetzt noch nicht mit drin? Moment, warten wir noch mal eben kurz. Okay, deswegen. Weil da gibt es auch noch mal einen. Gut, Leute, also wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.